Über 150.000 Euro mit einem einzigen Geschäftsmodell. In diesem Video möchte ich dir genau diese Strategie zeigen, wie du das Ganze für dich selber umsetzen kannst. Und das Beste an der Geschichte ist, du kannst es als komplette Couch-Potato zu Hause machen, weil du für einen Auftrag weniger als 10 Minuten brauchen wirst. Und du wirst dir eine goldene Nase mit dieser Methode verdienen können, wenn du wirklich alles Schritt für Schritt umsetzt, so wie ich dir das Ganze jetzt zeigen werde. Bevor wir aber mit der heutigen Methode anfangen, wie du dir wirklich eine Einnahmequelle aufbauen kannst, die dich zu finanzieller Freiheit bringen wird, möchte ich euch erstmal einen Kanal vorstellen, den Reddit's Most Wanted. Schaut auf jeden Fall gerne mal bei dem guten Kollegen vorbei, der macht wirklich sehr coole Videos zum Thema Reddit, Stories. Auch hier zum Beispiel das Video habe ich mir gestern Abend angeschaut, ist wirklich extrem witzig, kann ich euch nur empfehlen. Schaut gerne mal vorbei, gebt dem guten Herrn ein Like und ja, sagt einfach, dass ihr von meinem Channel kommt. Falls ihr auch euer Produkt, eure Instagram-Seite, euren Kanal oder was auch immer gern auf dem Kanal promoten wollt und meine Reichweite nutzen, wie ihr sehen könnt, habe ich in den letzten Wochen ganz gut Aufrufe generieren können mit dem Kanal. Dann schreibt mir liebend gerne Nachricht. Ihr findet meine Kontaktdaten hier auf meinem Kanal, indem ihr auf Kanalinfo geht und dann einfach nach unten schaut für geschäftliche Anfragen. Hier habt ihr die E-Mail-Adresse, schreibt mir gerne mehr. Ich würde es lieben, euren Kanal hier promoten zu können und euch einfach ein bisschen Starthilfe zu geben, um einfach mehr Reichweite für euren Kanal generieren zu können. Alles klar, ich würde sagen, wir haben lang genug rumgequatscht und ich zeige euch jetzt die Möglichkeit, wie wir heute das ganze Geld verdienen können. Und wie ihr schon im Hintergrund sehen könnt, wir sind hier mal wieder auf Fiverr und haben hier in dem Fall ein Amazing YouTube Thumbnail Gig, den dieser Herr anbietet und wie ihr schon sehen könnt, aktuell 12 Bestellungen in der Warteschlange und über 7.638 Bewertungen. Allein auf diesem Gig hier, was absolut Insanity ist, wenn man sich überlegt, dass jeder Gig für mindestens 20,84 € verkauft wurde. Und ich kann euch aus eigener Erfahrung sagen, wenn hier 7.600 Bewertungen sind, dann hat er mit Sicherheit über 10.000 Bestellungen insgesamt gehabt. Also wenn ihr 10.000 mal 20,84 € nehmt, dann hat er garantiert über 200.000 Euro damit verdient. Nur mit einem einzelnen Gig. Und vor allem das Beste ist, er braucht einfach nur wenige Minuten, um so ein Thumbnail zu erstellen. Machen wir uns nichts vor, er wird sich da nicht 5 Stunden hinhocken und für euch ein Thumbnail kreieren, sondern er wird die gleichen Tools nutzen, die wir auch nutzen können, um einfach solche Thumbnails zu kreieren. Und wie ihr die Thumbnails seht, so ein Thumbnail sieht klar auf jeden Fall nicht schlecht aus, aber es ist jetzt nicht die überkrasse Qualität oder sonst was. Ich bin mir ziemlich sicher, dass jeder einzelne von euch das Ganze ausschaffen kann, wenn ihr euch einfach ein paar Stunden hinhockt, das Ganze ein bisschen übt. Und dann bin ich mir ziemlich sicher, dass ihr so ein wunderbares Thumbnail wie das hier auch kreieren könnt. Wie das Ganze funktioniert, zeige ich euch jetzt einfach mal. Und zwar nutzen wir da eine altbewährte Plattform, die ich selber immer nutze, um meine Thumbnails zu kreieren. Und die Plattform heißt Canva. Bevor ihr jetzt die Hände über den Kopf zusammenschlagt und sagt, ja, warte mal, Canva ist doch ein kostenloses Tool, wo ich nutzen kann, warum nutzt es dann nicht jeder? Ihr seht, dass nicht jeder dieses Ding nutzt, weil sonst hätte der Herr hier nicht über 10.000 Stück von den Thumbnails verkauft, weil sich Leute einfach gerne an jemand anders wenden, wo sie wissen, okay, der hat sich auf das spezialisiert, der macht nur Thumbnails und dem gebe ich den ganzen Auftrag im Prinzip ab, damit er mir einfach das ganze Ding macht. Oder es sind einfach Leute, die gern Zeit sparen würden, weil sie sagen, hey, ich möchte mich nicht noch ein paar Minuten oder Stunden vielleicht hinhocken, um da Thumbnails zu kreieren. Ich hätte gern jemanden, der mir das Ganze einfach macht. Und wie ihr das Ganze machen könnt, ist wirklich, wirklich simpel mit Canva. Ihr geht am besten einfach mal auf canva.com, gebt hier einen YouTube Thumbnail und wie ihr schon sehen könnt, es gibt hier allein über 12.000 Vorlagen, wo ihr komplett kostenfrei nutzen könnt. Was ich euch empfehlen würde, wäre einfach am Anfang zu starten mit kostenlosen Vorlagen. Ich meine, ihr habt hier schon extrem gute Vorlagen, wie zum Beispiel das hier, wo ihr benutzen könnt, oder das hier unten über das Thema Fitness. Und wenn jetzt, sage ich mal, irgendeinen richtig cooles haben wollt, wie zum Beispiel die hier. Ihr seht schon, das ist für Canva Pro. Das Ganze könnt ihr kostenlos 30 Tage lang am Anfang erstmal testen. Danach kostet, glaube ich, soweit ich weiß, 11,99 € oder so im Monat. Und dann könnt ihr halt noch viel, viel mehr Vorlagen und Symbole und so weiter und so fort nutzen, um euch halt so Thumbnails zu erstellen. Ihr seht, ich nutze das ganze Ding zum Beispiel selber, um ein Thumbnail zu erstellen. Das Thumbnail habe ich in weniger als einer Minute ungefähr erstellen können und es geht wirklich, wirklich simpel. Was ihr hier machen könnt, ihr könnt zum Beispiel hier einfach unter Vorlagen schauen und könnt zum Beispiel eine bestimmte Nische eingeben, wie zum Beispiel Make Money
Oder zum Beispiel, wenn jetzt jemand sagt, hey, ich komme aus dem Fitnessbereich, dann gebt ihr hier zum Beispiel einfach mal ein Fitness und ihr seht schon ganz viele verschiedene Vorlagen, wo ihr alle nutzen könnt. Die meisten sind eigentlich komplett kostenfrei. Manche wie das hier zum Beispiel ist eine Pro-Vorlage, wo ihr dann zum Beispiel Canva Pro haben müsst, um das Ganze zu nutzen. Aber ihr seht schon, es gibt auch Dutzende kostenlose Vorlagen, wie zum Beispiel das hier, wo ich einfach keinen Cent kostet, ah, das ist sogar ein Video in dem Fall, oder zum Beispiel das hier unten einfach. Ja, und wenn jetzt hier zum Beispiel irgendwelche Dinger verändern wollt, könnt ihr einfach hier auf die ganzen Sachen draufklicken und dann einfach euren Text eingeben, das Ganze vielleicht noch ein bisschen größer machen. So, und wenn ihr es verschieben wollt, könnt ihr es einfach hier verschieben. Könnt ihr zum Beispiel auch noch eure Farben ändern, wenn ihr sagt, hey, ich hätte gerne lieber so eine Farbe oder vielleicht eher so ein kräftiges Blau. Je nachdem, das ist natürlich immer unterschiedlich von Kunde zu Kunde, was der Klient, sage ich mal, gerne hätte. Das könnt ihr im Vorfeld schon abklären. Das Ganze dauert weniger als 5 Minuten. Ihr fragt ihn einfach, okay, was für Farben hätte ich gern drin? Irgendwelche Symbole drin oder was soll in dem Thumbnail drin vorkommen? Dann gebt ihr euch eine Anleitung und dann hockt ihr euch geschwind hin, sucht euch eine gute passende Vorlage raus. Am besten eine, die jetzt schon auf das Ganze passt, was der Kunde gesagt hat. Zum Beispiel sagt er vielleicht, hey, ich hätte gern ein paar Leute, die einfach so Fitnessübungen machen mit einem schlichten Hintergrund und einfach animiert oder gezeichnet. Und dann habt ihr hier schon Dutzende Vorlagen, wo ihr zum Beispiel nehmen könnt. Nehmt das ganze Ding einfach und fügt halt hier noch euren Text ein, schreibt noch ein bisschen was dazu. Macht die Bilder vielleicht einfach ein bisschen größer, dass Leute auch wirklich draufklicken und wissen, ah, okay, da passiert was. Und ihr könnt wirklich Thumbnails in wenigen Minuten erstellen und könnt euch auch ein Business aufbauen, wo wirklich Tausende, wenn nicht sogar Hunderttausende Euros in eure Kasse einspült. Ich meine, der Herr hier hat nichts anderes gemacht, außer ein Gig auf Fiverr erstellt und nutzt jetzt Canva oder vielleicht noch andere Tools, je nachdem. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass 99% der Leute auf Fiverr Canva nutzen, um einfach solche Dinger zu erstellen. Und wie ihr sehen könnt, er hat damit Dutzende Bestellungen gemacht, hat aktuell sogar 12 Bestellungen in der Warteschlange. Also im Prinzip 12 Leute haben bei denen bestellt, was den auf eine Summe von über 240 € bringt schon wieder. Und das ist einfach eine insane Nummer. Vor allem, wenn ihr überlegt, ihr müsst weniger als 5 Minuten Zeit investieren, um so ein Thumbnail zu erstellen. Und verdient mit 5 Minuten Arbeit 20 €. Wenn ihr das auf eine Stunde hochrechnet, habt ihr einen Stundenlohn von über 200 €. Also ich glaube, es ist auf jeden Fall ein Versuch wert, das Ganze zu machen. Und bevor jetzt wieder irgendjemand sagt, ja, aber Lukas, es gibt doch zigtausende Verkäufer bereits auf Fiverr, hunderttausende gefühlt bieten da irgendwie so ein Thumbnail-Gig an. Ich kann euch nur eins sagen, in Tokio werden alle 20 Minuten wird ein neuer Starbucks aufgemacht und Starbucks hockt auch nicht da und sagt, ja, es gibt ja schon 5000 Starbucks hier in Tokio. Warum soll man noch einen aufmachen? Es gibt überall extrem viele Leute, wo irgendwas anbieten, aber genau da ist auch die größte Chance und das größte Potenzial, weil einfach die meisten Leute keine hochqualitative Arbeit ableisten, sage ich mal. Und wenn ihr da einfach nur ein bisschen aus der Menge rausstecht, vor allem der größte Vorteil bei euch wird sein, wenn ein Kunde bei euch landet, man sieht immer, wo die Leute herkommen, aus welchem Land im Prinzip. Und wenn die Leute sehen, hey, das ist jemand, der einfach aus Deutschland kommt, dann sind die Leute auch gerne gewillt, einfach mal mehr zu zahlen, weil sie einfach wissen, hey, Deutschland ist ein Land, wofür Qualität steht. Und jetzt eben nicht so wie Pakistan oder andere Länder, das soll jetzt absolut nicht rassistisch sein oder sowas, aber ihr kennt selber, das Qualitätssiegel Made in Germany kommt nicht ohne Grund von irgendwo. Deswegen nutzt euren Vorteil aus, ihr kommt aus Deutschland, ihr könnt auch ganz andere Preise verlangen. Fangt jetzt natürlich nicht an, hier irgendwie 50 € für ein Thumbnail zu verlangen, aber ich meine 20 € für ein einziges Bild, wo ihr wirklich ultra schnell erstellen könnt. Vielleicht weniger als eine Minute ist, glaube ich, eine absolut gute Nummer. Testet das Ganze auf jeden Fall aus. Falls ihr wissen wollt, wie ihr ein Fiverr-Gig professionell erstellt, schaut euch gerne mal das Video hier an, wo ich euch hier verlinkt habe. Das seht ihr nämlich, wie ihr von A bis Z einen kompletten Fiverr-Gig aufbauen könnt, um einfach das Maximale an Reichweite rausholen zu können, damit ihr auch schnellstmöglich euren ersten Auftrag bekommt. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Macht's gut, euer Luke. Ciao, ciao.